Hier ist ein Zombie. So, wenn wir ja schon mal Kohle im Haus haben, kann man die auch mal mitnehmen. Eine Hexe läuft hier rum. Vor Hexen bitte besonders Achtung haben. Hab ich. Ich weiß nicht, ob es was nützt, aber hab ich an sich. Ob mich das retten wird, ist eine andere Frage. Akazientür, naja, machen wir mal. Zumindest kann man da gut durchgucken. Ich bin hier vollkommen nervös. Ist okay. Mit diesem Skelett, was hier in der Nähe rumläuft und dem Creeper. So, mal für Ausleuchtung sorgen hier. Ist auch nicht schön, aber selten. Und Hauptsache hell genug. Ah, ein bisschen entspannen hier. Und das und dann. Ich habe mich ja auf das hier eigentlich als eine entspannende Aufnahme gefreut. Einfach mal ein bisschen chillen. Aber ja. Nur weil du sitzt, ist es nicht entspannt. Ja. Richtig. Es hilft schon ein bisschen, wenn ich mich ein bisschen zurücklehne, aber man sollte es auch nicht zu lax angehen. Sonst wird man vielleicht unaufmerksam. Komm mal her, ja. Ach, ist das schön. Pied Piper hier. So, hier halt außen noch ein bisschen Licht. So. Manchmal verlieren die auch schon nach gefühlt einer halben Sekunde Interesse, ne? Weil wenn die klettern müssen. Ja, das ist richtig. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es irgendwie Server-Lag ist oder so. Oder ob das einfach so ist. Hier, ich schiebe es. Es schiebt mich. Na toll. So ein Monster. Es hat keinen Bock. Es ahnt, glaube ich, Böses. Da hinten ist auch noch eins. Ja, das hat schon eben Interesse verloren. Deswegen habe ich mir erstmal das hier vorgenommen. Ich höre einen Zomboiden wieder. So, was gibt es denn hier so? Geh mal weg hier. Ich muss da mal. Lavasee ist gut. Hier oh, hinter geht's. Dir ist irgendwas brennendes, skelettiges. Oh ja. Oder ein Zombie oder so. Zombie, naja, der kann von mir aus brennen. So. Da ist er jetzt auch noch mit rein. Dann noch ein bisschen Seed sammeln. Freut es sich. Um die alle zu füttern hier. Man will ja hier kein Hühnchen ausschließen, ne? Hier ist ein Ei, ist cool. Hier ist auch noch ein Hühnchen, falls du noch eins willst. Ja, ich bin's ja schon wieder satt, so ein bisschen, ne? Ich glaube, ich fütter die jetzt alle mal und dann dürfen die sich vermehren. Ach komm, dann nehme ich das mal auf eine andere Weise mit, oder? Das Hühnchen. Ja, mach. So. Alright. Komm her. Was machen wir eigentlich mit den Pferden? Ich habe immer nie Verwendung für die in irgendeiner Art und Weise. Klar, kann man sich Sattel holen. Kann man da Nahrung draus gewinnen? Ja, eigentlich? Ich meine schon, oder? Leder das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, kann man sie einfach für ihr Leder umbringen. Ey, dieses Skelett muss weg. Oh, da ist was los. Da will ich nicht zwingend sein in der Höhle. Hier ist wieder ein brennender Zombie. Kommt denn her? Aus den Höhlen wahrscheinlich. Ja, vor allem, warum bringt die Sonne die nicht um? Das finde ich überhaupt nicht gut. Ja, geht ein bisschen langsam. Ja, hat sich da was bewegt? Weiß ich nicht. Ich würde ja gerne mal da hinten zu diesem Berg gehen. Zu diesem Wüstenberg. Einfach mal gucken, ob die Höhle da oben irgendwas ist oder nix. Vielleicht hat man von da zumindest ein bisschen Aussicht. Glaube ich schon wieder irgendwie eine halbe Stunde das Debug-Menü aufgehabt. In Koordinaten. Oh. Ich vergesse immer, das zuzumachen. Ja, wenn man so ist wie ich, wow, dann wow, komm mal her, komm mal blendet her. Man das schon aus. Ja? Vorsicht, Vorsicht, hier geht's runter. Da ist nämlich was. Ein Riss, okay. Ein Riesenriss, Alter.
Es läuft auch eine Menge drin rum. Da hinten sind ein paar Creeper. Ah. Ah. Da unten ist, da trifft Wasser auf Lava. Bisschen Eisen sehe ich, Kohle. Naja. Das heißt, wenn wir bei uns in unserem Berg anfangen würden zu meinen, würde man wahrscheinlich auch darauf stoßen. Könnte passieren, ja. Ich mag immer, kann man zwar mit Wasser machen, aber ich mag immer so eine Dinge nicht direkt runtergehen, sondern lieber irgendwo anders runterbuddeln und dann auf die stoßen. Ja, klettern wir da mal hoch, was soll's. Ich überlege ja mal, die Render-Distance irgendwie temporär höher zu stellen, wenn wir da oben sind, um mich mal ein bisschen umzugucken. Oder ist das Cheaten? Was meinst du? Quatsch. Einfach mal das Fernglas rausholen, ne? Naja, eigentlich ist ja eher eine Render-Distance, ist ja Anti-Cheating, oder? Das ist ja eher so richtig. Unnötige Verkomplikation. Komplizierung. Verkomplikation. Komplikationisierung. Ja. Man kann die Komplikationisierung schon komplizieren. Nö, ich würde da argumentieren, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Fernglas. Oh nein, oh nein. Oh, oh. Was ist da? Was ist da? Der halbe Berg ist gerade auf mich raufgefallen. Okay. Das ist, was ich meine. Die Höhle ist übrigens auch nicht mehr eine Höhle. Die ist jetzt weg. Ah. Das war aber auch nur so ein bisschen. Das war so die Art Höhle, okay. Ja, die Art Höhle. Schön. Ja, habe ich vollkommen vergessen, dass das geht. Ey, aber ich habe zum Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Schaden. Wenn es rieselt, dann. Doch, ich habe tatsächlich Schaden bekommen. Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, wie das mit dem Schaden funktioniert, wie das Schadensmodell ist, wenn da Sachen auf einen runterfallen, ja, aber keine man Ahnung. Kann Schaden kriegen. Ja, ja, ich kenne das von Gravel halt. So, ich mache hier mal hoch. Extreme. Und dann. Ich mach mal, bis die Schaufel kaputt ist, ein bisschen Glas. Jetzt ist der Server wahrscheinlich erstmal hart am Rechnen. Ja, er lässt auf sich warten. Das kann man schon mal feststellen. Noch ist da nicht sonderlich viel hinzugekommen von der Welt. Ach, warum baue ich immer die Kiste hin? Das passiert irgendwann mal. Weil ich die Workbench gar nicht dabei habe. Ah, na gut. Willst du eine Workbench haben? Ach, ist nicht so wichtig. Ich habe eine zumindest. Nee, ich hab schon 32. Ich dachte, ich bringe nur ein bisschen Glas mit. 32 ist auch eigentlich okay genug. Kann sogar noch so abbauen. Und wie sieht es mit der Render Distance aus? Nicht sonderlich. Ich sehe bis zum Ende der Welt, aber das Ende der Welt ist nicht sonderlich weit entfernt. Ich weiß nicht, ob der Server jetzt irgendwie sich tot rechnet. Keine Ahnung. Ich könnte auf die Konsole gucken, aber naja. Ja, ja, sonst müssen wir es halt auf die harte Tour machen und überall hingehen, ne? Na, ich hoffe, das funktioniert wenigstens, ja. Oder gibt es da echt noch irgendwie Optionen, dass man serverseitig sagen kann, generiere nur so und so viel vor? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Dann müsste man mal nachgucken. Ich recherchiere das mal. Also, ich notiere es mir mal, sage ich mal. Ich gehe mal ein bisschen spazieren in der Zwischenzeit. Ja, ich stelle jetzt hier wieder zurück. Auf, was hatten wir? 12. 12. So, jetzt hier einmal ganz vorsichtig den Berg runtergehen. Ich habe mir nicht notiert, wo wir waren, wo unsere Höhle ist. Hast du dir das notiert? Natürlich nicht, aber ich glaube, es war minus 70x minus 170z, wenn ich mich nicht täusche. Im schlimmsten Fall komme ich vom Spawn aus wieder dahin. Also, ich finde da schon wieder hin. Ja, doch, das. Ja, es ist in der Richtung. Aber es wird langsam dunkel, von daher wäre es vielleicht auch nicht schlecht, da mal wieder zurückzukehren. Ja, ich gehe quasi dahin, aber mit so einem kleinen Schlenker, um mal hier die nächsten Biome abzuchecken. Also hier ist wieder Savanne. Ich vertue mich gerade hier hart. Oh, wir haben ein Dorf in der Nachbarschaft, in der unmittelbaren Nachbarschaft, ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wenn du mir die Koordinaten sagst, na, Minus 320, minus 230. Boah, Alter, die haben ja wirklich einiges hier. Oh. Ah.
Und das sie werden gerade belästigt von. Ah nee, das ist er selber. Hier sind Karotten, ja, zum Beispiel. Ich klau mal ein paar. Für Essen. Oder. Leist. Leist. Ja. Und ein paar rote Beete. Dingsies. Oh, hier ist, es ist ein sehr großes rote Dorf. Beete. Auch hier ist es ein sehr großes Dorf. Und es hat so Stege im Wasser. Außergewöhnlich groß, krass. Das solltest du dir angucken. Ja? Auf jeden Fall, würde ich gern, nur. Und weißt du, was wir hier haben? Wir haben was, was ich bisher vergeblich gesucht habe. In meinen Spielen, ein Cartographer. Ja. Oh cool. Ja, das ist ein großes Dorf. Das ist ein sehr großes Dorf. Kartoffeln, ja. Das ist echt scharf. So, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen zu sterben, würde ich sagen. Ja, ich sehe schon den ersten Enderman in der Nähe vom Dorf. Oh Gott, ich muss zurück zu. Es ist schon so dunkel. Und ja. Kürbisse. Ich meine, wenn es ein kleiner Trost ist, wir können ja noch mal mit diesem Seed anfangen, falls es jetzt wirklich so weit kommen sollte. Aber wir wollen ja nichts irgendwie heraufbeschwören. Wir müssen uns noch überlegen, was wir im Glitch-Fall machen. Wahrscheinlich kannst du als Admin jemanden noch wiederbeleben, aber das sollte dann wirklich nicht jede Form von Glitch sein, sondern nur so ganz obvious Dinge. Es gibt manchmal obvious Glitches, auf jeden Fall. Na gut, Backups werde ich sowieso machen von der Welt. Das heißt, zum letzten Backup-Zeitpunkt könnte man auf jeden Fall zurückspringen. Ansonsten müsste man sich mal damit auseinandersetzen, ob man es irgendwie per Commands oder so machen kann. Ja. Ich bin allerdings dafür, ich werde übrigens auch von Skeletten verfolgt schon. Und hier ist eine sehr, sehr tiefe Höhle. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Was denn? Ich werde eigentlich nur vom Skelett angegriffen, aber das war gerade in Schieß den Richard in den Abgrund-Position. Oh Mann, Enderman und Spinnen. Hier ist so viel los. Wir müssen auf jeden Fall gleich zu dem Dorf hin. Ich bringe Besuch mit, deswegen können wir nicht schlafen, glaube ich. Wir können es versuchen. Ich sehe dich auf jeden Fall schon. Ja, ja, ja. Ich mache die Tür auf. Die Spinne ist mir nicht mehr hinterhergekommen. Okay, testen wir mal. Ja, wir sind hier eigentlich relativ weit im Berg drin. Das sollte eigentlich passen in die Richtung. Ne, die sind jetzt erstmal noch alle da. Pass auf. Auf Enderman, wenn du rausgehst. Und wir brauchen definitiv mal hier so Kisten oder sowas. Ja. Ich fange mal an. Könnte ich mal machen. Bau mal eine, dann haben wir eine Doppelkiste. Ja. Dann könnten wir uns eigentlich eine kleine Farm aufbauen. Why not? Darf da alles rein oder ist das jetzt irgendwas Spezielles? Ja, ich lass uns erstmal alles reinpacken. Was nervt. Ich auch mal ein bisschen hier Holz, Raw Beef könnte ich auch mal eigentlich. Haben wir einen Ofen? Jetzt haben wir einen. Sehr gut. Ich überlegte gerade, ob ich so einen halbautomatischen Ofen machen sollte mit Trichter oben und unten, dass man da verschiedene Sachen reinlegen kann, aber ist jetzt vielleicht auch Verschwendung. Weil ich habe jetzt zum Beispiel Chicken und Beef oder so. Ne? Könnte man in den oberen Trichter einfach alles reinschmeißen und unten kommt dann in eine andere Kiste das Resultat raus. Ein Trichter ist halt ein bisschen teuer, was Eisen angeht, aber das kostet die Welt. Ja, aber vorher, dann würde ich sogar eher noch Werkzeuge mal bauen oder ein Schwert. Ja, hast schon recht. Hast du ein Schwert aus Eisen? Ich habe noch kein Werkzeug aus Eisen, nein. Ein Schwert, damit würde ich auch anfangen, ja. Das ist eine gute Sache. Wow. Bin nur einen Block runtergefallen beim Rückwärtsgehen, habe ich voll verjagt. Hier kann ja nichts sein eigentlich, aber hey. Ich baue auch noch zwei Spitzhacken, ja. Eisen. Schallrüstung haben wir schon. Zwei Arrows, wo habe ich die denn her? Wahrscheinlich von einem Skelett. Ich habe drei Arrows. Oh, sind wir ja schon gut gerüstet. Spitzhacke liegt. Ich habe auch hier mein Debug-Zeug vergessen. Danke. Ist auch lustig. Es lohnt eigentlich überhaupt nicht, irgendwas in Anführungszeichen Wertvolles zu Hause zurückzulassen. Wenn man unterwegs stirbt, ist vorbei. Genau, deswegen habe ich auch immer irgendwie irgendwann angewöhnt, Diamant einfach mit rumzutragen. Also nicht darauf zu achten, zumindest. Ja, was soll's?
Ist eigentlich egal, geht nur um Inventarplatz. Oh. Hier sind definitiv zu viele Höhlen unter uns. Ich probiere das mal eben mit dem Gold Horse Armor, ob ich daraus was machen kann. Das war im Ofen. War das im Ofen? Nein, der ist eh gerade belegt. Ich muss definitiv mehr auf meinen Health aufpassen. Golden Apple, das kann ich hier lassen. Oh, noch ein Furnace. Den kann ich eigentlich mal aufbauen. Warum nicht? Sollen wir mal zum Dorf gehen? Das scheint zu gehen. Ja. Können wir machen. Ich guck mal ganz kurz, ob aus dem Armor wirklich was rauskommt. Und es kommt ein Nugget raus. Ist ja auch komisch, ne? So ein riesen Horse-Armor schmilzt man ein. Ja, ist auch egal, wie der Zustand ist. Immer kommt ein so ein Popel raus. Oh. Hallo, meine Lieben. Wollt ihr nicht mal alle runterkommen von da oben? Guck mal hier, guck mal hier. Wer ist da? Ach, da. Ach, die, okay. Da oben, ganz weit oben sind auch noch welche. Ja, ich dachte, die kommen auch direkt, aber war nicht so. Oh, seit wann sind die denn? Süß. Kühe sind schneller als Hühnchen. Jetzt haben sie schon wieder was anderes im Sinn. Na ja, gut, ne, lass mal zum Dorf gehen, aber pass auf, hier sind auch überall so Schluchten. Ich zeig dir mal ein paar davon. Ich versuche, unter meine Füße zu gucken. Und verliere dich dabei aus den Augen bestimmt. Noch geht's. Bestimmt ist irgendeine der Höhlen hier verbunden mit der Schlucht und so. Mehrere, glaube ich sogar. Manche von denen. Hier war doch irgendwo noch so ein, ich glaube hier, so noch. Hier musst du mal runtergucken, aber mit Shift. Ne? Mhm. Ich halte Shift ganz, ganz dolle gedrückt. Wow. Das ist cool. Das ist schon cool. Ja, nur nicht aus Versehen reinfallen. Irgendwas leuchtet da. Ja, das wäre uncool. Hier auch. Aber das glaube ich auch schon. Also das könnte dasselbe sein. Ja, das teilweise gibt es ja echt so ein Block große Löcher im Boden. Und da tut sich eine 100 Meter tiefe Schlucht auf. Das ist krass. Na, ja, wenn man in sowas reinplumpst. Man kann ja nicht überall schleichen. Eben. Kann's nur versuchen, drauf zu achten. Das ist genau in die Richtung, das wäre ja praktisch. Ja, komm mal hier genau hin, wo ich stehe. Richtung. Ja. Und dann guck da hin. Ah ja. Auch Kühe ohne Ende, also damit haben wir echt Glück. Schön. Ja, ich habe auch schon Kartoffeln und hier sind auch Kürbisse. Mhm. Das habe ich aber abgebrochen, weil ich da gerade angegriffen wurde. Ich nehme mal den Rest auch noch mit. Gut. Wobei die eigentlich ziemlich unwichtig sind. Ich gucke hier mal ein bisschen auf das Dorf. Ich gehe mal Stück für Stück die Häuser durch, ob ich noch was finde. Schön. Eigentlich ist ja immer nur der Schmied und die Bibliothek interessant. Der Kartographer will Papier haben, da kann man nicht schon weiterklicken, was der, ob der was anzubieten hat. Wir haben auch einen Librarian hier. Nice, hast du hier schon die Schmiede geplündert? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Was ist das hier für einer? Kartographer, okay. Ich hoffe, der Kartographer stirbt nicht. So kann ich gar nicht. Normalerweise ist doch Rechtsklick zum Handeln, oder? Wie war das? Wie bedient man nochmal die? Ja, Rechtsklick. Einwohner? Oder geht das nicht mit Schild? Doch, das geht. Das mache ich hier die ganze Zeit. Hä? Aber manche, manchen geht das, glaube ich, nicht. Tatsächlich, ja. Ich habe ja einen Grünen. Ich glaube, bei Grünen geht es nicht. Ey, wie groß ist. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so ein großes Dorf gesehen. Ich kenne die immer nur in winzig. Ja. Hier ist auch eine Kirche. Eine Kirche habe ich auch noch nie in echt gesehen. Das habe ich durchaus schon gesehen, aber es ist hier schon, ja, es ist überdurchschnittlich groß, würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht ist das jetzt ja auch mit aktuellen Map-Gens einfach so. Aber wo ist die verdammte Schmiede? Hier muss doch eine geben. Ja, die gibt's nicht immer, ne? Genauso wichtig ist mir die Bibliothek. Ja. Ich habe eigentlich eher gehofft, eine Bibliothek zu finden.
Das spart immer so viel Zeit, wenn man die ganzen Bücher schon alle hat. Ja, toll. Großes Dorf und nichts dahinter. Ja. Klar, die Felder und so, ist ja schön. Nehmen auch noch ein paar Kartoffeln mit, was soll's. Ich würde sagen, wir könnten bei uns auch Dinge mal anbauen. Ja. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Auch wenn wir einiges an Fleisch haben, zugegebenermaßen. Aber ja. Wobei, wir haben auch ein Meer bei uns in der Nähe, ne? Ein Meer. Das Ding ist, ich bin sehr stark dafür, die Felder unterirdisch anzubauen. Ah, Das könnte man machen. Ah ja, die Stege hier sind ja echt hübsch im Wasser. Ja, gut. Ja. Nicht übertreiben, aber interessant. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Das ist so am Berg und dann direkt ins Wasser. Mhm. Gut. Ups. Ich bin so ein bisschen abgehauen. Guck mich hier noch ein bisschen in der Nähe um. Oh Gott. Gerade in so ein Blockloch gefallen. Das war nur ein Block tief, aber ich trotzdem kurz. Das hätte auch mehr sein können. Ja. So, aus Wut einfach mal eine Kuh gehauen. Minecraft erzeugt jetzt hier wirklich eine fiese Welt. Lauter Löcher überall. Das ist nur in Ultra-Hardcore so bestimmt. So, die planschenden Kühe nehmen wir einfach mal mit. Und es wird gleich dunkel, möchte ich nur mal sagen. Ich werde mal in Richtung zu Hause gehen, wenn ich das finde. Ja doch, das müsste die Richtung sein, genau. Ich laufe mal besser. Wahahaha, naja, vielleicht doch lieber nicht zu schnell. Ah, da ist es ja schon. Oh, gut. Ja, da ist auch ein richtig großer Rift. Alles hier durchzogen mit sehr tiefen Dingen. Sehr tiefe Dinge in Dingen. Ja, wie kommt man am gefahrlosesten in so eine Schlucht runter? Wahrscheinlich, wie du sagtest, über irgendwelche benachbarten Höhlen. Ich hätte jetzt, glaube ich, wenig Bock, da irgendwie eine Leiter runter zu basteln und naja, bei dem Versuch zu sterben. Dann kippst du einen Wassereimer oben aus, das ist dann schon eher noch die sichere Variante. Stimmt. Du weißt halt nur nicht, wo was unten wartet, wenn du ankommst, das ist das Problem. Also ohne Fallschaden runterzukommen ist nicht das Problem. Ich frage mich gerade, ob ich über uns bin. Ja, bin ich, glaube ich. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich müsste eigentlich über uns sein. Ja, hier ist auch zugebaut. Ja. Ich bin auf unserem Dach. Ach so. Ah, hallo. Irgendwie angekommen, aber über komplett andere Wege. Wie hast du das gemacht? Ich bin über den Berg einmal rübergegangen. Gut. So. Ich frage mich ja, ob das jetzt eine sinnvolle Stelle wäre, um eine Pause zu machen. Wir haben jetzt hier ja irgendwie ganz neue Aufnahmetechnik am Start. Stunde haben wir aufgenommen. Wir wissen gar nicht, ob das jetzt alles so funktioniert. Ist ja auch ein Novum für uns hier auf deinem Rechner sowieso die Aufnahmen zu machen. Und wir sind ja übers Internet diesmal connected. Auch mal wieder was anderes als hier die Aufnahmen zu zweit, die ich hier bisher so gemacht habe. Naja, genau. Von daher können wir hier eine Pause machen und dann können wir das nächste Mal mit einem neuen Tag beginnen, oder? Ja. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, in unserer beiden Namen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Bis dann und tschüss. Tschüss.